Es gibt eine Sache, mit der ich mich schon sehr oft beschäftigt habe, und zwar, wie man denn am besten Stress abbauen und einfach abwerfen kann. Im Alltag momentan ist es alles unheimlich schnell, man ist eigentlich immer erreichbar, immer mit allen connected und ja, mich stresst das manchmal einfach unheimlich und euch wahrscheinlich auch, vielleicht kennt ihr das. Ja, was kann man dagegen tun? Für mich ist eigentlich eine sehr, sehr schöne Lösung, die auch natürlich für alle Beauty-Liebhaber besonders ja angenehm ist, zwar ein kleiner Wellness-Abend zu Hause, den man einfach selber gestalten kann, mit den Produkten, die man selber gerne mag. Das sehe ich jetzt einfach für euch, aber auch wieder für mich, weil ich glaube, ich werde das heute Abend auch machen, einfach als kleine Inspiration. Ja, bei mir ist immer ganz wichtig, das Erste, was ich mache, ist den Flugmodus an von meinem Handy, weil gerade dieses ständige Erreichbarsein muss jetzt einfach mal aufhören. Ich mache es aber nicht aus, denn Musik ist erlaubt und die höre ich in dem Fall gerne dann manchmal über das Handy. Also da könnt ihr euch dann einfach was Entspannendes raussuchen, was euch dann einfach selber sehr, sehr gut gefällt. Ja, dann schlüpft ihr am besten in bequeme Klamotten oder wickelt euch einfach in ein kuscheliges Handtuch ein. Ja, und als Nächstes, für mich ist es immer ganz wichtig, Produkte zu benutzen, die eine Sofortwirkung haben. Deswegen benutze ich gerne Gesichtsmasken. Meistens sind das so tiefenklärende Produkte, weil da finde ich den Effekt einfach am schönsten. Und nach so einem Wellness-Abend tut es eigentlich, glaube ich, der Seele wirklich gut, wenn man sofort das Gefühl hat, dass sich die Haut verbessert hat. Und das ist bei solchen Masken eben der Fall. Was auch sehr, sehr gut gegen Stress hilft, aber auch gegen eine langsam ankommende Erkältung oder Grippe, ist ein schönes warmes Bad mit einem schönen Badezusatz. Der kann dann muskelentspannend sein oder auch ein bisschen beruhigend sein. Ich gebe manchmal auch ganz gerne Lavendelblüten mit in das Badewasser. Ja, und da kommt es ganz drauf an, ob ihr so eine super fancy Badewanne habt. Beim Einschlafen hilft, aber für mich eine super entspannende Maßnahme ist ein spannendes Buch. Spannend und in dem Fall nicht entspannt, weil ich dann so in eine ganz andere Welt nochmal abdriften kann, mich da so komplett verliere und den ganzen Alltagsstress wirklich loslassen kann. Da habe ich jetzt in dem Fall Gone Girl gelesen, ja, aber es gibt natürlich auch noch viele andere spannende Bücher, die man da zur Hand nehmen kann. Ansonsten konzentriere ich mich ja gerade etwas mehr auf Produkte mit einer guten Pflegewirkung oder eben auch einfach nur mit naturbelassenen Inhaltsstoffen. Ja, das Bodyöl ist wirklich sehr, sehr reichhaltig, gut für diese gestresste Winterhaut, die man momentan noch hat. Und dieser Duft, den das Ganze mit sich bringt, der ist auch schon mal wunderbar und bereitet so ein bisschen auf das Einschlafen vor. Ja, nach so einem Wellness-Abend, da will ich auch gar nicht zu viel reinpacken, weil ich möchte mich ja auch nicht stressen und drei Gesichtsmasken, eine Haarmaske und dann, keine Ahnung, noch ein Peeling, das schaffe ich vielleicht gar nicht. Für mich ist dieses Ausruhen, dieses Bad genießen wirklich der Mittelpunkt von meinem Wellness-Abend und danach mache ich mich eigentlich auch immer schon direkt fertig fürs Bett, das heißt, ich wende dann auch meine Nachtpflege an und dann mache ich mir vielleicht auch noch einen Tee und dann kuschel ich mich mit dem Buch, was ich dann eben wahrscheinlich schon ziemlich spannend weit vorangelesen habe, nochmal ins Bett und schaue dann, dass ich auch eine Mütze Schlaf abbekomme, weil das ist auch immer ein Problem. Ich weiß nicht, wie viele Stunden Schlaf ihr braucht. Man sagt manchmal so 7 Stunden. Ich persönlich habe manchmal nach 8 Stunden immer noch das Gefühl, dass ich total K.O. bin. Deswegen nutze ich so einen Abend eigentlich auch mal, um dann besonders früh ins Bett zu gehen und das dann richtig zu genießen, dass ich die Zeit habe, mir die Zeit gönne, nicht noch irgendwas am Computer mache. Ja, und mir das einfach gönne und dann einfach ins Bett gehe und mir sage, morgen ist ein neuer Tag. Da kann ich dann noch ganz viele andere Dinge angehen, aber jetzt ist Schluss für heute. Ja, das war es nämlich jetzt auch mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gerne könnt ihr mir unten in den Kommentaren erzählen und ja noch Feedback dalassen, was ihr an einem Wellness-Abend macht. Macht ihr das manchmal? Was ist bei euch ein festes Ritual abends? Habt ihr irgendwelche super Bestandteile, die nur an bestimmten Tagen wie sonntags zum Beispiel drankommen? Ja, und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dahin, tschüss!